Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wormwood. So, ich habe rausbekommen, wie ich... Was geht da denn ab? Will ich da hin? Gott, wo hab ich denn gebaut? Nee, lass uns das erstmal dicht machen hier. Das kommt mir unheimlich vor. Nee, wo bin ich denn? Ich bin gefangen. What the heck? Was machen die denn da? Da kann ich doch jetzt nicht runtergehen, oder? Es wurde gespeichert, aber es hilft mir nichts bei Permadev. Ich will erstmal eine Tür machen. Not enough resources. Warum? Habe ich schon eine Tür gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich brauche mehr Holz für eine Tür. Okay, dann lass uns doch mal runtergehen. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Baum fälle? Nimmt ihr mir das übel? Ich krieg bestimmt gleich so auf die Fresse von dem Baum. Nee, gar nicht. Okay, aber der gehen wir jetzt mal hin hier, ne? Zu ihm hier. Komm mal her. Alles klar. Okay, wir machen uns erstmal eine Tür. Oh, im Dunkeln sieht das schon cool aus. Aber was machen die da? Oh Gott. Oh Gott, ich habe eine große Tür in der Hand. Ich muss mal erst in meine Maus zurück. Sehr schräg. Wo bauen wir die Tür ein? Hier, ne? Bauen wir hier eine Tür ein. Alles klar. Ja, sehr geil. Komme ich? Use Door. Ach so. Dann gehe ich einfach so rein und die klappt nicht auf, aber ich kann dann rein und raus in mein Haus. Sehr schön. Alles klar. Was bist du? Stein, ne? Nee, du bist Glibber, ne? Bist du Stein oder bist du Glibber? Du bist Glibber, ne? Egal, ich mache dich jetzt mit der Pickaxe. Vielleicht geht das ja auch. Du hältst aber viel aus. Ich mache jetzt mal mit der Faust. Alles klar, das ging gut. Alles klar, so. Dann lass uns drin erstmal eine... Was brauchen wir für eine Workbench? Wir brauchen eine Workbench. 20 Holz. Das ist nicht gut. Wir haben 2. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ich finde, ich sollte dieses bunte Treiben da unten unterbinden. Ich bin mir nicht sicher. Komm du mal her. Oh shit, kommen gleich alle. Ist der größer als die anderen? Nee, der konnte gar nicht mehr. Das ist gut. Dann locken wir jetzt noch mal einen an. Komm du mal her. Erstmal weg hier. Ja, jetzt kommen sie beide, ne? Das ist natürlich problematisch. Ah, jetzt habe ich keine Kettensäge zur Hand. Okay, jetzt nur noch einer. Ah, sehr schön. Und wir haben gar nicht so viel Leben verloren. Ich weiß nicht, ob das. Ich meine, ich fand das ja lustig, was sie da gemacht haben, aber.
Ist das die Kiste oder läuft? Nee, es bewegt sich. Ey, geh bloß weg, du. Oh, guck mal, Minibaum. Den lassen wir mal stehen. Das ist wieder gemein, den umzuhauen, oder? Nee, da haben wir ja nichts von. Kommen wir hier hoch? Ich sehe hier drüben nämlich noch Bäume. Daddy, Navent, frohe Weihnachten. Und MNR Chaos, hi. Oh, Pilz. Pilz ist gut. Kiste ist auch gut. Nee, die machen wir lieber mit der Faust kaputt. Ja, machen wir die Lampe kaputt. Passt. Oh, noch eine Münze. Inventory full. Das habe ich befürchtet. Okay. Ach, guck mal, da drüben ist mein Haus. Wie schön. Haben wir jetzt 20 Holz? Nein, bei weitem nicht. Was geht denn hier ab? Ich hätte schon jemand gebaut. Okay, dann besorgen wir uns nochmal eben hier. Ich will die Workbench haben. Jetzt haben wir das gleiche wie ein Stück das Item weg. Ach so, ja, genau. Aber mein Inventar ist voll. Ich muss auch dringend was essen. Lass uns da mal so eine Pilzsuppe machen. Die hilft ja. Aber ich möchte halt erst gucken, was für Mehrwert mir die Workbench bringt. Kommst du wohl zurückgerollt? Hallo, kleiner Scheiß, hallo. Workbench 20 Wood. Das geht auch. Ich will da nicht durchschwimmen. Nachher kommt da wieder so ein Brillenkrake an oder so was. Achso, das wäre auch die falsche Richtung gewesen. Aber ich will gucken, was das Spiel noch zu bieten hat. Wo kann man Spielewünsche abgeben? Nirgendwo. Inwiefern? Was meinst du, Spielewünsche abgeben? Du meinst, dass du dir was wünschst, was ich spiele? Ich sag mal, ich bin ja kein Wunschkonzert. Aber wenn du einen Vorschlag hast irgendwo, welche Spiele du gut findest, kannst du ja gerne mal einfach so in den Chat schreiben. Und sollte da was bei sein, was ich habe, wo ich mal sage, oh yay, hast recht, das könnte ich eigentlich auch mal spielen, weil habe ich und ist bestimmt gut, dann kann man ja mal drüber reden. Aber ich würde es jetzt nicht so als ausdrücklichen, so wie im Radio, weißt du, ich wünsche mir einen Song oder so. So ganz ist nicht. Nee, kann ja durchaus sein, dass er da Sachen hat, wo ich sage, ey, das habe ich ja auch, hast recht, das sollte ich mir wirklich mal angucken. Oder irgendwas anderes, so, das habe ich nicht, kaufe ich mal und guck mir an. Aber ich würde es jetzt nicht als expliziten Wunsch verstehen. The end of the beginning, der Anfang vom Ende, die Workbench. Lass uns erstmal, ich habe auch keinen Stein mehr für Kämpfer, ja, oh, das ist doof. Dann lass uns eben mal Stein holen für Kämpfer, ja. Wir müssen ja was essen. Da ist Gliver aufgetaucht, das ist nicht so gut. Da vorne ist ein Stein, den besorgen wir uns jetzt mal. Ist das da wieder so ein Cola-Automat? So ein Flapple-Fizz-Automat? Und zack. So, jetzt sollte ich ja wohl genug für den Campfire haben. RimWorld habe ich nicht. Ich möchte mal gerne sehen, wie du RimWorld spielst. Wurde mir aber schon öfter vorgeschlagen, RimWorld. Ich kann es mir ja holen. Also das wäre nicht das Problem. Offen gestanden muss ich mir RimWorld mal genauer angucken, um... Was fehlt mir denn? Echt Holz? Krass. Muss ich mir mal genauer angucken.
Und mir dann, ich gucke mir mal ein Let's Play an und dann gucke ich mal nach, ob ich Bock dazu hätte. Roomburg ist gut, nur beim Stream kann schnell recht fad werden. Ja, aber dann kannst du es doch für ein Let's Play gar nicht gebrauchen, oder? Von der Idee her. Also im Streams ist man ja schon härter im Nehmen als, nein. Kommt der jetzt rein? Ich hoffe nicht, ne? Wir müssen was essen, es geht nicht anders. Die Geräusche sind so geil. Der Ball machte nur ein Campfire, ne? Das können wir noch hier in die Ecke stellen erstmal. Sehr schön. So, jetzt können wir uns was kochen. Und zwar, das. Noch eins. Ja, der Zwerg spielt auch fast nur Aufbauspiele und der Zwerg hat auch das Publikum für Aufbauspiele. Wenn der Zwerg irgendwie ein Aufbauspiel spielt, hat er auf YouTube 2500 Aufrufe. Ich hätte 200. Weil es ist nicht 7 Days. Und wenn es nicht 7 Days ist, darf ich es auf YouTube nicht spielen. Weil interessiert sich keiner für. Ganz einfache Regel. Mehr steckt da nicht hinter. So. Es muss 7 Days sein. Nehmen wir es mal auf. Nanu, ich habe doch hier schon alle ein Fleisch. Gut, essen wir das. Warum kann ich die denn? Der steckt doch, oder nicht? Ja, der steckt, Tatsache. So, und die Mushrooms. So. Ei, krass. Okay, das hat ja was gebracht. Was ist das denn? Eine Grünflower. Okay, mit einem Herz drin. Oh, das darf ich nicht essen. Ah, das macht Hunger, bringt mir aber Leben. Das ist ja interessant. Doch, Subnautica darf ich spielen. Hast du recht, Subnautica darf ich auch spielen. Das stimmt. So, was kann ich jetzt hier machen? Achso, ich kriege dann automatisch die Rezepte hier, ne? Also, eine Steinaxt, eine Stone Pickaxe, Schaufel, die halten vielleicht länger. Ein Inventory Upgrade. Okay, 5 Leder, eine Mysterious Coop und eine Workbench. Oh, Inventory Upgrade, das würde ich ja gerne nehmen. Mysterious, und 5 Leder, das ist doof. Ich habe nur einen. Watering Can. Aber kann ich mir keine Kiste bauen? Ein Anvil, 2 Iron Bars. Da, eine Chest, 20, eine Copper Bar und eine Workbench. Dafür brauche ich aber einen Smelter. Einen Smelter können wir uns bauen. Den Multiplayer-Mod gibt es ja seit 2-3 Jahren schon irgendwie. Der ist ja schon alt. Das ist von jemandem selbst zusammengehackt. Funktioniert mehr oder weniger gut. Dass sie den bei Steam jetzt haben, ist mir neu. Ist ja interessant, sag ich mal so. Okay. Fire-Up-Smelter. Okay. Und da kann ich jetzt was reintun? Kupfer. Das hat nicht funktioniert. Ach so, warte mal. New Crafting Recipes. Copperbar. Ach, die stelle. Ah, schön gemacht. Okay, dann stelle ich es direkt so her. Mhm. Gut. Dann haben wir jetzt eine Copperbar. Ach, Kohle kann ich auch herstellen. Sehr schön. Ich kann auch eine Coin herstellen mit Gold. Fisch. Ah, ich kann eine Coin in Gold wandeln und hin und her. Das ist praktisch. Ich wollte eine Chest machen, ne? Mist, wo war denn das jetzt? Anvil, Chest. Eine, 20, mir fehlt Holz. Alles klar. Okay,
Okay, pass auf, wir droppen hier erstmal was. Das droppen wir. Ich unterstelle einfach mal, dass das jetzt liegen bleibt. Hier. Wenn ich es hier droppe. Grauflower, die ein bisschen bisch aussieht. Okay, ist ja interessant. So, damit gehen wir jetzt mal raus. Houston. Wo lang? Holz, Holz, Holz. Wie funktioniert die Kanone? Use Cannon. Kann ich vielleicht nur einmal machen, ne? Wie geil. Ich stelle mich lieber dahinter. Hier ist irgendwas aufgetaucht. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich überlege, ob ich mich selbst damit abschieße oder nicht. Da stelle ich die mal so hin. Ja, wie cool. Das ist ja mal geil. Das ist ja super. Schnelles Transportmittel. Wie cool. Miss Lizzy, irgendwie hat die Weihnachten etwas geschafft. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ah, die ärgern mich nicht. Die sind alle nett hier. Ein Kochtopf erzählen. Ja, das wäre noch was. Das stimmt. So, dann lass uns mal kurz ein bisschen farmen hier. Holz und ja, auch Stein, warum nicht? Die wird nur irgendwann mal kaputt gehen. Die Axt hier. Aber ich kriege auch andere Ressourcen raus. Aber heilen geht anscheinend nur durch Essen. Die sehen so geil aus, die Monster. Also bei den Schneeitis bin ich mir nicht so sicher, ob die zu stark sind. Oh, Fleisch, Münze, Schneeiti. Ein Potatoid. Sehr schön. Nee, der ist doch sehr groß. Wir nehmen mal Abstand. Der wirkt doch sehr groß. Irgendwie. Also wenn man so nah dran steht vor allen Dingen. Das ist nicht ganz so cool. Die nehmen wir mit. Lassen wir doch die Yetis sein. Oh, Gottes Willen, ich bin in ihrer Wohnung gelandet. Wir gehen mal weiter. Schwierig. Ja, eine außerirdische Kartoffel, natürlich. Was hast du denn gedacht? Ah, hier sind überall Yetis. Das ist nicht so cool. Weil die Welt scheint größer zu sein. Vielleicht gibt es ein Fahrrad oder sowas. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man irgendwie so ein Viech kidnappen und dann sagen, trag mich mal durch die Gegend oder so, Yeti, du Sklave oder so. Ich würde ganz gerne an dieses Holz hier ran, Yeti. Ach, wie cool, guck mal da. Den nehmen wir erstmal mit hier. In der Hoffnung, dass der Yeti mir das nicht übel nimmt. Der ist ja am Holz nicht interessiert, ne? Wahrscheinlich. Ne, momentan hat er mich noch nicht so richtig bemerkt. Das ist gut. Was hat er denn da im Mund? Oder hat er. Was hat er da noch am Hals hängen? Oder hat er Schnauzer? Du, lass mal aufhören. Hier, gut sein. Aus. Schluss. Danke. Ich brauche Holz, 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 Holz und diese Nuss.
Nein, das ist meins. Lass, hör auf, ich will nur das Holz. Lass mal. Kann ich das im An vorbeigehen aufsammeln? Nein, kann ich nicht. Okay, wir gehen weiter. Pass auf, wo gehen wir denn hin? Wir gehen mal hier hin. Ach, du bist echt groß, weißt du das? Oh Gott. Ich wollte nur ein Foto machen. Das sieht komisch aus. Das ist ein bisschen wie Alpha 16 da drüben, ne, das Terrain. Aber okay, ist in Ordnung. Ne, oder? Oder nicht? Oh, meine Axt ist kaputt. Schade, jetzt brauche ich eine neue. Nee, der Fleppel, der Fleppel. Komm her, Fleppel. Oh, danke. Den essen wir erstmal. Was habe ich denn da eingesammelt? Okay, eine pinkfarbene Blume, die aussieht, als würde sie gleich wegfliegen wollen. Der Potatoid sieht wirklich aus ihrem Gesicht. Unheimlich. Spooky. Ah ne, Moment, ich kann mir doch jetzt eine Stonehenge machen. 5 Wood, 5 Stone. Na, ich muss in der Nähe einer Workbench sein. Oh. Aber dann gehen wir doch mal zurück, oder? Ich glaube schon, dass sich das lohnt, wenn wir zurücklaufen. Dann laufen wir dann halt in andere Richtungen. Was war das denn für ein Geräusch? Habt ihr es gehört? Dieses Room. Ich muss mal gucken, wo es nach Hause geht. Das ist gut. Komm her. Für dich habe ich Verwendung. Außen brauche ich Leder. Es tut mir leid. Ich brauche aber dein Leder. Jo, da war Leder bei. 2 Stück sogar. Sehr cool. Können wir die mitnehmen? Harvest Crop. Komm da raus. Inventory voll. Da haben wir doch was gegen. Wir könnten... Ne. Doch, wir können die wegschmeißen. Und dafür nehme ich lieber die andere auf. Oh, Brokkoli. Oh, Gottes Willen, der Brokkoli-Gott. Wo kommt das Geräusch her? Das will ich mal eben eruieren. Was ist denn das hier für ein Kühlschrank? Ein UFO! Wie geil! Nein! Nimm mich mit! Nein! Ich will mit! Komm zurück! Oh, vielleicht sollten wir es erst beobachten. Oh, verdammt, jetzt muss ich hier bleiben. Ja, Mortus, so sieht das aus. Es leuchtet so schick. Ein UFO. Was passiert da wohl, wenn ich in den Stall reingehe? Wir werden es nie erfahren, ne? Das Fass war jetzt nicht gefährlich, ne? Ja, aber Inventar ist voll. Lass uns lieber die... Nein, ich will die Brokkolis mitnehmen. Hier, komm. Harvest Crop. Ja, mach mal. Nein, mach. Danke. Nicht zu nah dran, schade. Aber wir können das hier wiederholen. Na toll, das ist eine Karotte. Das ist ein Potatoid, den können wir mal mitnehmen. Für die Karotte habe ich keinen Platz mehr. Obwohl, den Brokkoli kann ich doch nur... Doch, wir essen den direkt. Dann können wir auch die Karotte mitnehmen. Den will ich auch ernten. Eben mal die Anzeige da. Jetzt. Jetzt krieg ich den Kopf.
Füße mit kleinen dummen Beinen. Ich wollte sagen, kann auch beides mitnehmen. Alles klar. Oh. Au, 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 au. Warte mal. Ablegen. Ah, jetzt habe ich sie doch aufgenommen. Okay, was mit dem Fleisch? Das kann ich jetzt nie aufnehmen. Warum? Weil ich, zwei. So, wo ist meine andere Pickaxe? Ah, jetzt habe ich diesen Stein. No Space. Can't Unequip. Weg mit dir. Alles klar. Du noch. Und du noch. Ja, wie cool. So. Aber warum habe ich denn... Achso, ich wollte nach Hause, um eine Stein-Feuer-Axt zu machen. Ja, oh Moment, dann lass uns doch hier mal eben den Stein abbauen. Dann haben wir noch mehr Stein. Die haut gut rein, ne? Sie müsste doch vielleicht mehr Schaden jetzt an ihm machen. Ja, es geht. Ist okay. Cool. Macht Spaß. Also dafür, dass es Permadeath hat, lebe ich jetzt gerade schon relativ lange. Ich sollte solche Sätze nicht sagen, ich weiß. Versuch mal zu vertuschen. Was? Nein, ich versuche nicht zu vertuschen, dass mein Haus... Ich habe mein Haus nicht verloren. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Irgendwo da hinten. Schade, dass sie die Kohle nicht aufnehmen können. Kann ich was anderes vielleicht hier lassen? Nee, wir können den Brokkoli essen, dann können wir die Kohle aufnehmen. Das ist gut. Weil Kohle ja auch nicht ganz unwichtig ist. Dann können wir... Hatten wir hier nicht noch irgendwo Kohle gehabt, die ich nicht aufnehmen konnte vorhin? Jetzt wahrscheinlich weggerollt, ne? So, also. Wir müssen... Vorne muss auch mein Haus irgendwo sein. Hier haben wir auch keinen Kompass hier, ne? Ich bin auch eine Weile durch Schnee gelaufen, glaube ich, ne? Ist schwierig. Wir werden mal gucken. Wir werden das Haus bestimmt wiederfinden. Kam die Horde schon. Naja, okay, ich bin mir jetzt nicht ganz so... Wir werden gucken, wir werden das Haus bestimmt wiederfinden. Ach ja, klar, ich war doch im Yeti-Wohnzimmer. Dahinter ist irgendwo mein Haus. Wir schleichen uns immer an vorbei, sneaky. Siehst du, easy. Haben sogar noch Zeit, diesen Stein mitzunehmen. Guck mal, der macht gar nichts. Schiss hat er. Ja, die sind aber echt groß, die Dinger, ne? Du warst fast da, es war nur hinter einem Hügel. Nee. Das glaube ich nicht. Meinst du? Oh, guten Tag. Lauf da nicht weg. Oh, dreimal Fleisch. Wie gut. Muss ich wieder zurück? Muss ich echt wieder zurück? Oh.
Gut, aber wir brauchen auch noch Leder und so. Der hat jetzt eben kein Leder gebracht, sondern nur Fleisch. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich ihn mit der Pickaxe schlage. Aber ich habe ja, ich will das Inventar-Upgrade auch haben. Das ist ja richtig wichtig. Komm her. Ich glaube, ohne die Axt ist schneller, aber ich kann die nicht weglegen. Weil kein Platz im Inventar. Einmal Leder, einmal Dings und wir können auch den Pilz mitnehmen. Was heißt, uns geht's eigentlich ganz gut. Wenn ich mal sterbe, bringt das bestimmt dahin, wo du den Brokkoli geerntet hast. Nee, da war mein Haus aber nicht, wo ich den Brokkoli geerntet habe. Da war mein Haus aber nicht. Glaube ich nicht, dass mein Haus da war. Hier ist noch eine andere Kanone. Sehr witzig. Pilz.